Uns ist Ja. wirklich ein Wechselspiel. Also wir vertrauen unserer Intuition, aber wir vertrauen ihr mehr, wenn wir im Außen Dinge umsetzen und die Erfahrung machen, oh, da funktioniert ja was. Und dann machen wir vielleicht mehr davon und dann hören wir wieder auf unsere innere Stimme, also die Intuition. Und also so sind es halt immer irgendwie zwei Pole oder also das Innere und das Äußere, was sich eben abwechselt und ja, dann miteinander eben harmoniert. Das sollte Ja, im besten Fall. genau. Ja, aber ich stelle mir vor, dass es auch erstmal am Anfang Mut erfordert, ne, der Intuition auch wirklich zu trauen. Und natürlich, du hast recht, dann gehört natürlich auch das Machen dazu, weil ansonsten kann man ja keine Erfahrung sammeln. Dann weiß man ja nicht, dass die Intuition jetzt halt gut war, so gesehen. Ne? Genau, und deshalb dieser Schritt, wie gehst du das mit deinen Klientinnen denn an? Dieses Vertrauen zu stärken, weil es geht ja auch darum, so in die Selbstermächtigung zu kommen und Leader sein, sag ich mal. Du hast ja früher Soul Leadership das auch genannt, was du angeboten, bitte? Mache ich jetzt wieder, weil das so stimmig ist einfach. Ja, und dieses Leadership, das ist halt total wichtig, aber das fehlt halt oft auch noch. Ja klar, weil das nicht einfach ist, weil wir das aberzogen bekommen und Frauen mehr als Männer, auch Männer, ja, es, ja, aber Frauen eigentlich immer noch mehr, ja. Und ich gehe da wirklich so ran. Ich habe eben ein System und mit dem kann ich die, ich sage immer, die Marker analysieren oder die Persönlichkeit in Verbindung mit dem Business analysieren und dann fühlen sich meine Kundinnen einfach erkannt, ja. Und allein schon das schafft einerseits wieder Vertrauen und auf der anderen Seite schafft es ein Gefühl der Selbstbestätigung. Und wenn wir uns selbst bestätigt fühlen, dann trauen wir uns einfach auch mehr zu, weil auf einmal passt das, was ich von jemand anderem gehört, gespiegelt bekomme, mit dem, was ich eigentlich fühle, zusammen.